Moin, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Videoblog Jarets Kaffeesatz. Hier erfahrt ihr alles rund um den Kaffee, wie aus dieser kleinen Kirsche so ein leckeres Heißgetränk wird. Damit ihr dann beim nächsten Kaffee mit euren Freunden, mit eurem Date, mit Mama und Papa ordentlich klug schnacken könnt. Die Geschichte des Kaffees ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ich bin natürlich nicht im Hochland von Oromia im Süden von Äthiopien. Nein, ich bin im Burgs Kaffeemuseum in Hamburg. Auch hier kommt der Kaffee natürlich nicht her, sondern aus der Region Kaffa. Das liegt im Süden von Äthiopien. Dort war es so, dass der Legende nach ein paar Ziegen die ganze Nacht durchgemeckert haben. Und dann haben die Hirten die Mönche gefragt, wie kann das angehen, dass die Ziegen die ganze Zeit meckern? Die Mönche haben dann die Stelle untersucht, wo sie die ganze Zeit gegrast haben und kamen darauf, dass Ziegen von diesem Kaffeebaum genascht haben und diese Kirschen immer nur Mund haben. Und wenn ich da drauf rumkaue, kann ich verstehen, dass sie die ganze Zeit gemeckert haben. Es ist wahnsinnig sauer. Aber die Mönche haben sich das von den Ziegen abgeguckt und haben dann an diesen Kirschen genascht und konnten ewig lange beten. Ein Mönch hat dann eine Kirsche genommen und die dann einfach ins Feuer gespuckt. Und da entstand die Röstung des Kaffees. Zum ersten Mal wurde in dieser Form der Kaffee geröstet. Von dort an nahm der Kaffee seine Reise von Oromia nach Jemen an den Hafen Mokka. Von dort nach Holland, von Holland nach New York. Von New York an nahm der Kaffee dann seine Reise in die ganze Welt, nach Brasilien, nach El Salvador, Costa Rica, Guatemala, nach Kenia, nach Vietnam, in die ganze Welt. Und wo kommt der Kaffee her? Aus Oromia. Wo komme ich her? Aus Oromia. Das haben die Kirsche und ich gemeinsam. Und beim nächsten Mal erfahrt ihr, wie aus dieser Kaffeekirsche so eine Kaffeebohne entsteht. Hat die Ziege vom Kaffee gefressen, kann der Hirte seinen Schlaf vergessen. Prost.